Nach dem Sieg über Raphael traf Yugi endlich auf Darts. Darts! Hast du etwa jemand anderes erwartet? Tja, aufgrund der Unachtsamkeit meiner Angestellten bin ich als einziger übrig. Man findet heutzutage einfach kein gutes Personal mehr. Ach ja, ist ja auch noch da. Hör zu, ich will nur meine Firma zurück, also spar dir das Geplauder. Wirklich? Tja, weißt du was? Wir alle wollen etwas und was mich betrifft, ich will eure Seelen. Ich bin Seelophil. Zum letzten Mal, lass unsere Freunde frei. Das geht leider nicht. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass es leider nicht geht. Aber warum? Es geht leider nicht. Was meinst du damit? Hast du schon mal ein Elektrogerät probiert, das einfach nicht geht? Es geht einfach nicht. Nein! Heißt das, meinen Freunden hast du das Stromkabel gezogen? Ich meine, sie wurden schon eingesetzt. Gerade jetzt speisen sie mit ihrer Lebensenergie die verheerendste Kreatur, die jemals gelebt hat. Adolf Hitler. Das ist ja großartig. Und was jetzt? Meine 10.000 Jahre alte Sammlung ist fast vollständig. Sobald ich deine bekomme, kann das Ungeheuer sich erheben. Moment mal. Du sammelst schon seit so vielen Jahren Seelen. Weißt du, wie viele Leben du dadurch zerstört hast? Hahaha. Millionen. Gut, dann weißt du es ja. Dann brauche ich dir es ja nicht mehr vorrechnen. Wenn du in 10.000 Jahren eine Seele pro Tag, 365 Schaltjahre mit einbezogen, 10 im Sinn, Millionen! King of Math, Bitch. Also lebten einige dieser Leute in der Vergangenheit? Jetzt begreifst du es. Seit der große Leviathan zur Ruhe gebettet wurde, sammle ich die für seine Wiedergeburt notwendige Energie. Spiel doch einfach die Karte Wiedergeburt. Komm schon, erwartest du wirklich, dass wir diesem Blödsinn glauben? Du Kleingläubiger, duelliere dich einfach mit mir und ich verspreche dir, ich mache dich zum Gläubigen. Denn wenn du verlierst, wird meine Macht nicht mehr zu leugnen sein. Also eigentlich, das ist ein Doppelduell, wo Kaiba und Yugi zusammen und machen ultimativer geiler Move und dann vorbei. Also Yugi steht halt echt kurz davor, dieses Duell zu verlieren. Der verliert alles, seinen Glauben und was weiß ich, seine Jungfräulichkeit, alles in einem Duell. In der ist auch wieder ein Fünfteiler, wie so ziemlich jedes klassische Finalduell von irgendwas ist ein Fünfteiler. Ah, er spielt das Siegel von Orichalcos und ruft den Alexandrit-Drachen. Mit Kraft der Magie. Oh, holy shit. Ja, da hat er mal einen guten Zug hingelegt, ey, der Kollege. Okay, dann spielen wir ja noch erstmal elegante Wohltäter. Weil warum nicht? 1, 2, 3. Nummer 1. Nummer 2. Jo. Ja, man, Raumtaifun auf Kraft der Magie. Dann kann man den nämlich immer noch setzen, weil der kann von Monstern mit 1,9 oder mehr ATK nicht zerstört werden. Also kann er mal reinrennen. Außer er beschwört jetzt was weniger ATK hat. Das wäre fatal. Ja, das ist fatal. Nee, ist es nicht. Tja. Satz mit X war wohl nichts. Hand und oder dein Friedhof. Ja, lass nochmal 3 Karten ziehen, 2 abwerfen. Oh ja, das ist gut. Komm, werf mal einen dunklen Magier ab. Dann haben wir den nämlich zur Not mit einer Wiedergeburt wieder am Start. Beschwören den herbeigerufenen Totenkopf mit 2,5, das ist in Ordnung. So, jetzt kann ich aber nur den Alexandrit-Rahmen angreifen, richtig? Ja. Dann gebe ich ab. Das ist, Siegel von Orichalcos hat nämlich den Effekt, wenn 2 oder mehr Monster auf dem Spielfeld liegen, kann das Schwächste nicht angegriffen werden.
Jo, klar, aktiviere Spiegelkraft, ich bin nicht doof. Boom. Zerstört werden können sie trotzdem. Ja, klar, dass er da was setzt, ist klar. Aber wo sind meine Magnetkrieger? Ich habe hier einen Valkyrion. Ich habe schon x Karten gezogen. Giftkobra. Eher Ripkobra. Also wenn ich jetzt gleich ein Monster als Tribut bieten kann, wäre das ganz nice. Ah, scheiße. Greift er an? Na, Gott sei Dank. Muss ich denn... Was haben wir denn? Ach scheiße, ich hätte mit gerade das Gritty ja so einen Spiegelkraftraum beschwören können. Das wäre auch geil gewesen. Was habe ich hier? Klaue des Hermos. Richtig, das für die Kackkarten. Scheiße. Was braucht er dafür? Ein Kriegermonster. Also ihn. Ja, komm, mach nur so einfach. Warum nicht? Ja, mach die Kanone. Leg die da hin, rüstet die aus. An ihn. Es kann man wieder einen zweiten Angriff. Macht jetzt durchschlagenden Kampfschaden. Okay, ja, why not? Wie gesagt, ich kenne die Karten gar nicht. Oder so ziemlich gar nicht. So ziemlich gar nicht, ja. Naja, egal. Das sind halt Karten, mit denen ich nichts anfangen kann. So. Ja, das ist jetzt super schlecht. Komm, ich brauche irgendein Monster, das ich spielen kann, das ich opfern kann. Um irgendeinen legendären Ritter zu holen. Das ist ja jetzt wohl die größte Verarsche meines Lebens. Ich verliere das Duell, weil ich einfach nur Scheiße ziehe. Wie viele Zauberkarten hast du da drin? Brudi. Wir haben schon die Hälfte unseres Decks auf dem Friedhof. Ja, das war's. So ziemlich. 5000 Schaden, wir haben jetzt noch 500 Lebenspunkte, also... Nach Yu-Gi-Oh! Logik müssen wir jetzt ans Herz der Karten glauben, ordentlich geile Scheiße ziehen und gewinnen. Aber das Herz der Karten existiert nicht. Weil wir können ihn zwar beschwören, aber wir können jetzt keine 2000 Lebenspunkte mehr opfern und können somit den Rest dieser scheiß Karten nicht benutzen. Können aber gerne mal reingucken, was wir schon alles verkackt haben. Wow, toll. Wir haben so viel gezogen, Alter, und wir haben so viel Scheiße bekommen. Jetzt erst ein Magnetkrieger, das ist echt heftig. Ja, haben wir verloren. Kannst nichts machen. Seele verloren, Geschichte vorbei. Yugi spielt Scheißdreck. Ist halt so ein Kraut- und Rübendeck. Ne, eine Großschildwache. Dann die Magnetkrieger drin, die Ritter des Buben, Ritter des Königs, der ganze Kram. Und diesen legendären Drachenscheiß da, weißt du, wo du denkst, oh. Hä? Pass auf, wir machen jetzt hier erstmal eine dicke Doppelfusion. Machen wir nicht? Hab ich nicht im Deck? Hab ich doch im Deck. Was? Ich hab die doch. Oder muss die auf dem Feld liegen? Ja, tragisch. Nee, muss ich doch für die auch nicht. Ah, dass du kontrollierst. Ah. Mies. Das ist ultra mies. Pff. Klaue des Hermos ist halt ultra kacke. Die kann halt nur diese Scheißkarten da produzieren. Komm.
Setz den. Und gut ist. Ja, den kannst du kaputt machen, ist klar. Oh wow. Nö, lass mal. Ja, spiel den mal. Nö. Komm, die Hermos-Scheiße kannst du wegwerfen. Ey, toll. Das ist wieder sowas, ne, wo du denkst so, toll, nice, macht Spaß. Ja, komm, mach dem mal sein Herz des Unterlegenen da hinten kaputt. Kann er nicht angehen. Nicht, dass er jetzt normale Monster zieht, weiterzieht. Er hätte wahrscheinlich ziehen dürfen. Ja, schön diese 1-8 Viecher da, da kommst du jetzt erstmal nicht durch. Machen wir jetzt auch schön unsere dunkle Magier-Fusion da, unser dunkles Magier-Mädchen. Und das machen wir auch. Nur ein Spiegelkraftdrachen. Hat er den eigentlich jemals beschworen in der Serie? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Yugi jemals den Spiegelkraftdrachen beschworen hat. Dass er das dunkle Magiermädchen Drachenritterin gespielt hat, das wusste ich. Sogar, glaube ich, in dem einen Duell, das er dann gegen Raphael verloren hat, meine ich. Die ist auch nicht so gut, glaube ich. Wir greifen einfach an. Nö. RIP. Oh, jetzt darf er Orikalko schon noch was spielen. Stimmt, der geht ja auf normale Monster, richtig. Dann mach ihn direkt kaputt. mach ihn direkt kaputt. Orikalko Schunaros kannst du beschwören, wenn ein Monster von dir zerstört wird und bekommst für jedes normale Monster auf dem Spielfeld und auf deiner Seite des Spielfelds 1000 ADK. Der kann halt gut sein. Kann. Der macht halt Sinn in einem Deck, wo du nur normale Karten spielst, ist klar. Ich habe beispielsweise so ein Bild. Also ich habe ein Exodia-Deck. 4 Teile der Exodia bestehen aus normale Karten. Spiel 2x Herz des Unterlegenen in dem Deck. Da würde ein Orikalko Schunaros Sinn machen. Ich habe auch einen. Aber ich benutze ihn einfach nicht, weil ich ihn einfach nicht gut genug finde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, jo. Es macht Sinn, den jetzt zu spielen. Also es macht schon Sinn, ihn zu spielen. Aber ich habe halt andere Monster, die eine höhere Angriffskraft haben. Und die auch eine gesetzte haben, wo nicht abhängig... Weißt du, das Problem ist halt beim Schunaros, wenn du den spielst im Angriffsmodus, dann bekommt er zwar diese 1000 ATK und er kann 5000 haben... Aber warte einen Moment, was macht der? Wenn ein Monster, ein oder mehr Monster als hier für einen Angriff oder einen Karteneffekt gewählt werden, du kannst alle Karten zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Ja, mach das doch. Schwing! Ja, das annulliert den Effekt aber nicht. Oh nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn du halt 4 normale Monster da liegen hast, weil er ist ja dann meistens das 5.,
das dann da liegt, also im Optimalfall, dann ist es ja so, dass du ja dennoch angreifbar bist. Und wenn dein Gegner halt einfach zwei Karten hat, die eine hohe Angriffskraft haben und damit deinen normalen Monster kaputt macht, verliert halt dein Schunaros halt auch Sachen. Also verliert er halt auch Angriffspunkte. Schmeißt den mal weg, zerstör die. Ich meine, es bringt nichts, aber ist egal. Weil es annulliert nicht. Brech. Wirk. Geht schon wieder gut los. Hat er irgendwas? Klar, ein Genverzehr der Kriegswolf. Das ist halt sowas, ne? Also Alexandrie-Drache, Genverzehr der Kriegswolf, der komische Drachenpanzer-Würm-Dingens da. Das sind alles 2000er ATK-Monster ohne... Ach, toll, ey. Normale Monster halt. Die sind halt super stark. Gerade im ersten Zug. Gerade wenn du es mit Orichalco spielst. Also das sind so Karten... Ich spiele dieses Setup halt mit Exodia. Zweimal Herz des Unterlegenen, Orichalcos und normale Karten. Und zwar auch Genverzehr, der Kriegswolf, Alexandrie-Drache, Phantomgreif. Das sind alles Karten, die... Alter, du kannst schon wieder aufgeben. Es ist doch zum Brechen. Guck's dir an. Er zieht einfach nur scheiß Zauberkarten. Was ist in dem Kackdeck drin? Was ist denn da drin? In dem Deck. Alphabetisch, du Land durch Slot. Was heißt hier durch Slot? Kann ich nicht irgendwie... Du Land durch Slot, alphabetisch, Filter. Da, Yu-Gi-Oh! Alphabetisch. Das brauche ich... Nee, nee, warte, lass du Land gehen. Und jetzt lass Yami suchen. Und dann gucken wir mal, wie viele Zauberkarten der in dem Scheißdeck drin hat. Alter! 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 Du willst mich rollen! Du willst mich rollen! Guck's dir an, das Herz der Drachen! Das sind legit, legit 20 Zauberkarten! Holy fuck! Holy f... Alter! Alter! Sowas spielst du nicht mal ansatzweise! Das ist ja ekelhaft! Igitt! Zum Brechen! Ich zeige euch mal, wie man richtig spielt. Benutzerdeck. Wir spielen jetzt ein dunkles Magierdeck. Das wäre auch geil, dann hätten wir ein ziemlich schnelles Duell. You know what? Wir spielen mal ganz ekelhaften Scheiß. Wir spielen mal Utopia XYs. Und ganz viele wissen nicht, dass Utopia XYs ein Ding sind. Passt auf dieses Deck auf. Ich will euch das Ganze, das könnte in einem One-Turn-Kill enden. Okay, er hat Glück. Wobei, eventuell, wenn wir jetzt eine Karte ziehen, hat er verloren. Es muss nur eine Karte sein. Ein Goblinburg. Ja, oder die halt nicht. Böde des Mächtigen schon mal ganz gut. Zieht nämlich Sterne ab. Wir beschwören ihn schon mal, also zieht ATK in Höhe der Sterne ab, des Monsters, also der Stufe. Doppelt oder nichts, das ist die Kernkarte in dieser Utopia-Form. Weißt du, dass du mir nicht ganz blöd kommst, lasse ich dich einfach mal nicht angreifen. Drei Züge lang. Ich brauche jetzt nur noch ein 4-Sterne-Monster und er ist Geschichte. Er ist original dann Geschichte. Ich weiß gar nicht, habe ich das Deck schon mal gezeigt? Ein paar Deck-Showcases machen. Ja, Kraft der Magie ist natürlich übelst mächtig. Bekommt 500 ATK für jede Zauber- oder Fallenkarte, die er kontrolliert.
Macht er jetzt zweimal auf ihn. Jetzt noch Ori Kalkos dazu. Gibt's nochmal. Gibt's nochmal 500 drauf. Wow. Das Spiel will's aber. Meint's aber halt echt nicht gut mit mir. Ich meine, wir können den auch weiter pushen lassen, warten, bis die weg sind. Und dann Zylinder benutzen, hat er auch verloren. Ja, muss halt immer ein Backup haben. Ich meine, Zylinder und Spiegelkraft sind Sachen, die spielt heutzutage halt kein Schwanz mehr. Ist viel zu langsam. Duelle heutzutage werden in der Main-Phase 1 entschieden, nicht mehr in der Battle-Phase. Das ist einfach so, wie du deine Karten alle geregelt hast und deswegen hasse ich Yu-Gi-Oh! Also, Meta-Yu-Gi-Oh! Ist halt echt kacke. Gearfried, nice. Jetzt können wir endlich die XI machen. Wir machen nämlich ein Utopia-Doppel. Hat 0 ATK, gar nichts. Ne, XI's Beschwörung ist relativ simpel. Du brauchst zwei Monster mit derselben Stufe oder mehr Monster. Die Kriterien dafür stehen auf der Karte drauf, was du brauchst. Wir beschwören dich. Ach scheiße, ich habe schon alle doppelt oder nichts auf der Hand. Ach, kacke. Komm, machen Utopia. Machen Utopia drauf. Machen Utopia the Lightning drauf. Scheiße. Ich hatte jetzt schon alle doppelt oder nichts auf der Hand, sonst wäre das ein One-Turn-Kill gewesen. Weil da hätte ich ein Utopia beschwören können mit 5000 ATK. Hätte mit doppelt oder nichts dann die ATK auf 10.000 hochsetzen können und dann rein. Greift das da mal an. Was für ein Effekt denn? Was kann der? Nö. Seine ATK werden, nachdem ich zwei Materialien abgehängt habe, bei der Schadensberechnung zu 5000, wo ich mir denke, so, bei einem Monster in Dev? Nein. Bringt bei dem hier oben auch nichts. Auf mich die ganze Zeit das zu fragen, das hasse ich am Yu-Gi-Oh! Spielen. Die fragen dich die ganze Zeit irgendwie, willst du Effekte aktivieren? Nein. Wobei das ganz, ganz wichtig ist, weil du musst Effekte zum richtigen Zeitpunkt aktivieren. Yu-Gi-Oh! Ist teilweise so komplex und Leute auf Turnieren können so toxisch sein, wenn sie dann einfach so Dinge sagen wie, ja, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Alter, bist du dumm? Ja, aktivieren Zylinder. Der verliert mal direkt so ziemlich alles an Lebenspunkten, was er hat. Er hat nur noch 100 Lebenspunkte. Eine Karte. Schwarzloch, ja mach doch. Ja mach doch. Wegen die Ewigkeit. Jetzt machen wir ein Utopia. Hätte euch gern den Herzzug dieses Decks gezeigt. Also, dass du dann einfach Utopia Doppel zu Utopia mit 5000, doppelt oder nichts, Angriff annulliert, doppelt oder nichts, gespielt, 10.000 ATK bekommen, rein. Das ist so dieser eine Zug des Spiels. Und ich habe normalerweise drei keltische Wächter von jedem drin. Und es gibt den einen keltischen Wächter, der andere keltische Wächter beschwört, als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Und dann hast du direkt ein Utopia. Jetzt gar nicht großartig was zu machen, renn rein. Nein. Du hast verloren, Darts. Deine Suche ist nach 10.000 Jahren endlich vorbei. Das kann nicht sein. Ich war so nah dran. Mir fehlt nur noch eine mächtige Seele. Dann kann sich der große Leviathan aus den Tiefen der Erde erheben. Pech gehabt. Unser Duell geht zu Ende. Jetzt musst du die Seelen meiner Freunde und aller anderen, die du gefangen hast, freilassen. Darts ist es nicht gelungen, Yami Yugis Seele zu fangen. Aber stattdessen verschmolz Darts seine eigene Seele mit seinem Leviathan, das Ungeheuer wiederzubeleben. Das hätte man auch schon viel früher einfangen können. Mit Hilfe des Lichts seiner Freunde holte sich Yugi seine gestohlenen ägyptischen Götterkarten zurück und besiegte Darts und seinen Leviathan ein für alle Mal. Filler-Staffel.
Seht nur. Die Götter haben wohl am Ende doch gewonnen. Wusste ich es doch. Das heißt, dass alle, die Darts gefangen hielt, frei sind. Ist es jetzt wirklich vorbei? Ja, jetzt sind wir in Sicherheit. Kommt, lasst uns schnell verschwinden, Leute. Wahrscheinlich versucht zu Hause gerade irgendjemand anders die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das Beängstigendste ist, dass er vermutlich recht hat.